Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr so kleine süße Seifen ganz einfach selber machen könnt aus Sachen, die man immer zu Hause hat. Ihr braucht dafür nämlich entweder Kernseife oder Seifenreste, Wasser und wer mag, kann auch noch Duftöl oder Lebensmittelfarben hinzufügen. Zuerst reibt ihr 200 Gramm Seifenreste oder 2 Blöcke Kernseife auf einer ganz normalen Küchenreibe. Dann gießt ihr 50 ml Wasser in einen Topf und gebt Seifenfarbe oder Lebensmittelfarbe hinzu. Ihr rührt alles gut durch, lasst es aufkochen und gebt dann auch noch ein paar Tropfen Duftöl hinzu. Dann reduziert ihr die Hitze und gebt portionsweise die Seife hinzu. Dann rührt ihr so lange, bis eine kneteartige Masse entsteht. Bevor ihr die Seife nun in die Förmchen drückt, sollte sie 2-3 Minuten auskühlen, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt. Dann drückt ihr die Masse einfach in einen Plätzchenausstecher hinein. Achtet darauf, dass es keine Zwischenräume mehr gibt und kontrolliert von beiden Seiten, dass alles fest ist. Dann drückt ihr die Seife vorsichtig hinaus und schon habt ihr ein Herzchen oder eben ein Sternchen. Und schon ist das super einfache Weihnachtsgeschenk fertig. Weitere schöne DIY-Ideen findet ihr übrigens auf meinem Blog. Schaut doch mal vorbei und vergesst natürlich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren.